Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Q, ein Springpferd, ist der Titel dieses Videos. Und ja, es gibt ja doch immer noch welche, die auch kein Instagram und sowas haben. Das heißt, ihr habt noch gar nicht mitbekommen, dass wir mit dem Q auch in der Hinsicht schon mal ein bisschen gearbeitet haben. Und ich möchte einfach mal das Thema so ein bisschen aufgreifen. Was, wie, wo haben wir mit ihm irgendwie in der Hinsicht mit dem Springen schon bisher erlebt? Von vornherein hatte ich immer gesagt, dass es für mich sehr wichtig ist, gerade für so ein junges Pferd, dass er in einer gewissen Weise vielseitig in Anführungszeichen ausgebildet wird. Also ich will nicht, dass er ein reines Dressurpferd wird, er soll auch kein reines Springpferd werden, sondern er soll gerade so in den ersten Jahren ruhig beides ein bisschen gehen. Ich finde das sehr sinnvoll. Erstens natürlich A für die Abwechslung, dass er einfach auch was anderes sieht. B einfach auch für die Gymnastizierung, finde ich das auch sehr wichtig für die Entwicklung. Und C, um zu sehen, wo hat das Pferd dann am Ende wirklich den meisten Spaß dran. Wir haben letztes Jahr im Sommer angefangen, schon mal so ein bisschen Stangenarbeit mit einfließen zu lassen. Und zum Spätsommer ist der Foko auch mit dem Kleinen dann auch schon mal über ein Cavaletti gehüpft. Das hat er wirklich von vornherein alles super brav gemacht. Er war nicht irgendwie so, dass er gesagt hat, was ist das denn da auf dem Boden oder so. Nö, er hat das eigentlich sehr selbstbewusst von vornherein alles so angegangen und gemacht, hat klar die ersten Male mal so ein bisschen geschwankt, aber dann war da eigentlich so relativ schnell so, ah, ich habe verstanden, um was es geht, was ich machen muss. Und dann lief das eigentlich echt gut. Dann haben wir bereits schon letztes Jahr auch angefangen, das Pferd immer mal wieder freispringen zu lassen. Das machen wir bei uns am Stall generell öfters, dass in unregelmäßigen Abständen eben halt Sprünge zum Freispringen aufgebaut werden. Und das habe ich immer als sehr willkommene Abwechslung auch für den Kleinen gesehen und habe ihn da mitgehen lassen. Das war teilweise sehr lustig, weil er immer mal wieder so ein paar Stunts macht oder so ein paar Sachen macht, wo man denkt, ah, was sollte das sein? Aber man merkt tatsächlich von Mal zu Mal, dass er immer sicherer wird, dass er lernt, auch mitzugucken. Und man sieht von Mal zu Mal, dass er wirklich auch ein bisschen Spaß an der ganzen Sache entwickelt. Stand heute ist es so, dass wir auch angefangen haben, nun die ersten Sprünge unterm Reiter einfließen zu lassen. Dabei achten wir natürlich darauf, dass das Pferd nicht in irgendeiner Weise überfordert wird. Er muss jetzt also keine 10 Sprünge am Stück hintereinander als Parcours oder sowas, um Gottes Willen, so weit sind wir noch gar nicht. Er konzentriert sich eigentlich meistens darauf, dass wir ein, maximal 2 Sprünge quasi aus einem Parcours uns rausziehen. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass er maximal 5, wenn überhaupt 6 Mal irgendwie insgesamt springt. Und dann beenden wir das meistens auch, weil einfach wir auch von Mal zu Mal eine deutliche Veränderung, eine deutliche Verbesserung bei Q auch sehen. Also er arbeitet krass mit beim Springen. Also er findet das super toll. Der ist da auch voll motiviert dahinter. Das ist so interessant zu beobachten, wie dieses Pferd wirklich die Öhrchen spitzt und dann los. Und es war letztens der Fall, da hat er 4 Sprünge gemacht.
Und da war er wirklich gut und dann ist der Foco auch abgestiegen, weil er hatte dann quasi noch ein anderes Pferd. Ich habe einen Q dann übernommen, habe den in Ruhe auch fertig gemacht, dann also bin noch Schritt gegangen in der Halle. Und der Q hat es in dem Moment echt nicht verstanden, dass er aufgehört hat. Also der war wirklich so, der stand in der Halle, weil der Foco dann auf ein anderes Pferd auch drauf ist und der Q so, hallo, sind wir schon fertig oder was? Also das hast du dem Pferd echt angesehen. Der hat null Stress beim Springen, der ist nicht aufgeregt oder sonstiges. Er fängt echt an, jetzt auch mitzugucken, mitzuschauen, Distanzen so schon abzuschätzen. Das ist total faszinierend. Also ich bin auch sehr gespannt, wo da die Reise hingehen wird. Fakt ist, dass ich schon so gedacht habe oder mein Wunsch wäre, dass er dieses Jahr auch mal eine Eignung läuft. Also nicht nur Reitpferdeprüfung, sondern eben halt diese Prüfung für junge Pferde, wo man eben sehen kann. Das heißt, sie laufen einen Teil Dressuraufgabe und müssen dann nochmal über so vier Sprüngchen drüber. Und dann gibt es halt für Dressur eine Note, es gibt für Springen eine Note und dann kann man quasi sehen, wo die Eignung des Pferdes eben halt liegt, ob das mehr auf Springen, mehr auf Dressur ist. Das wird sich zwar im Zweifel für mich erübrigen, wenn es ein Springpferd wird, weil ich trotzdem bei der Dressur reiten möchte, weil ich einfach, wie gesagt, nicht springen möchte. Aber ich finde es toll, einfach zu sehen, was er an Spaß daran hat. Und das möchte ich natürlich auch fördern und freue mich darauf, dass der Foko da in der Hinsicht auf jeden Fall mit ihm weiterarbeiten wird. Das zu dem Sachstand. Das war's für diese Woche. Freut euch aufs nächste Video in der kommenden Woche. Und bis dahin sage ich, bis dann, meine Lieben. Ciao.